Let's escalate. Let's escalate. Let's escalate! So, willkommen zurück. Willkommen zurück. Bei Let's Portalate. Popo-Portal. Popo-Portugal-Portugal-Portal. Willkommen bei Portugal 2. So. Bei Porno Portugal. Nee, wir mussten hier irgendwas. Hier ist dieses Trampolin-Ding. Wir müssen irgendwie auf das Trampolin-Ding fliegen. Ich bin ein Faktard. Auch? Du sitzt auf der falschen Seite. Nein. Ich sitze auf der richtigen Seite. Ja. Aber wenn du mal genau auf die Kamera guckst, das fällt mir auf, warum wir die Aufnahme vielleicht nicht verwenden können. Doch, wir nehmen die. Das ist bestimmt übelst witzig. Doch, wir nehmen die. Das sieht bestimmt geil aus, wenn dein Körper weg ist. Okay. Oder es sieht so richtig mäßig aus. Die Zuschauer entscheiden. Findet ihr, dass Michas T-Shirt gut aussieht vor unserem Greenscreen? Oder eher mäßig? So, ja, nee, wir müssen hier... Schreibt einen Kommentar mit Hashtag gut oder Hashtag mäßig. Na, ich glaube, du warst schon nicht falsch. Ja, du musst da, glaube ich, einfach nur Falle wieder durchspringen. Wenn ihr findet, dass Michas Face generell ziemlich mäßig aussieht, dann schreibt einfach nichts. Das ist fair. Das ist eine fette Zuschauer-Response, die wir immer haben. Hä? Wie hast du das gemacht? Nee, ich bin halt einfach nicht scheiße. Felix, hilf ihm doch. Felix ist immer so verletzend. Ja, wirklich. So. Och nö. Was ist das? Flüchtlingsoberflächen? Komm her, du Dummsau. Du. Zugehofft, du wirst du, du Dummsau! Du hast mir gerade meinen Kopf geklaut. Achso, das kann ich auch im Ladescreen machen. Könntest du. Aber wo bin ich denn? Wow. Trippy wow. Shit. Wow. 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 Hä? Wow. 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 Christian überlegt gerade, welche Abzweigung im Leben er falsch genommen hat, um jetzt mit uns hier zu sitzen. Um hier zu landen, ja, ich glaube alle. Ach übrigens, wenn Stocki nicht scheiße ist, dann haben wir jetzt genau in diesem Moment mehr als 100 Abonnenten. Abonniert und stimmt ab. Abonniert uns. Schaut uns zu. Jeden Tag, 11.27 Uhr, kommt eine neue Folge von Alfons Zitterbacke auf Let's Escalate. Ja, meiner spackt übelst rum. Kein Problem. Bist du noch am Schuh? Ja. Aber jetzt nicht mehr, oder? Hey, ist das schon ein fertiges Portal oder hast du es geschossen? Das habe ich gerade geschossen. Was ist das hier? Das ist ein übelst geiles Element. Pass auf. Natürlich sitzt das nicht ganz richtig. Ja, Mann. Energiebrücke. Fett. So. Okay, du musst drüber gehen. Oh nein, ich muss mir das erstmal angucken. Ja, ist halt... Boah, geil. Fett, fett, fett. So eine Kackwurst, Alter. Ich hasse so eben wurde das zum Trail of Tears. So. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ja, okay, du schießt dann meins weg, wenn ich hier unten bin, ne? Was denkst du denn? Eventuell. Ich wollte vor allem gerade eben noch abspringen. Ich muss jetzt einfach rennen. Wo muss ich denn hin? Ah. Übelst cool. Das Rätsel kann ich auch noch. Micha braucht dich nicht, um zu verrecken. Ich verarsch mich schon selber. So. Wo geht es? Nee, hier hinten. Also doch, es gibt was, wo man dran schießen kann, aber... So, und jetzt muss ich... So machen. Warte. Hier unten. Tschüpp. Hey, wo kommt denn dir denn die Brücke? Ach, wir haben ja immer noch die ja. Richtig. Kannst dir halt immer wieder herholen. Ach ja, stimmt. Aber jetzt haben wir ein Problem. Shit, wie ging das hier? Man nannte ihn auch den Jump'n'Run-Meister. Mario wird jetzt umbenannt in Micha. Er gibt die Jump'n'Run-Krone ab. Super Micha. New Super Micha Brothers. Ach ja, stimmt, Johanni. Du musst jetzt einfach nur... Also, geh da rüber. Mach zwei Portale. Das ist ziemlich cool mit den Kommt Strahlen. Kommt halt aber trotzdem das ganze, die ganze Brücke raus, obwohl es eigentlich schon die halbe trippy. Ist, ne? Die halbe? Na, guck doch mal. Ach so. Ja. Echt nervig. Am besten schreib einfach ein Update.
für Portal 2. Ja, klar. Wo du das alles fixst. Ich schreibe ein Update, wo ich alles dann. Okay. Es wäre halt auch schön, wenn der Strahl noch schmaler wäre, damit du besser runterfallen kannst. Hä? Das hier oben ist ein bisschen sinnlos. Ah nein, da, weil da ist eine Energiebrücke. Warte, da muss erst einer von uns hin. So. Genau. No. Oh, warte mal, aber wir fliegen, glaube ich, nicht durch die Energiebrücke. Nee. Ja, warte, okay, das heißt, du musst hochspringen. Sein. Oh. Ja, warte, du springst hoch und wenn du in der Luft bist, dann schieße ich das Portal. Exakt. Auf diese Höhe? Keine Ahnung. Ist dies die Höhe ihrer Wahl? Oh. Ich komme da bestimmt auch so vorbei. Jetzt mal einen absoluten Pro-Tipp. Guckt euch in der Kammer erstmal um. Geht übrigens jedes Mal. Ich sehe nichts. Nichts, was mir hilft. Ach, ich will dahin. Da, ich brauche die Energiebrücke hier drunter. Ich muss markier's, diesen Schalter. Ping das an, dann sieht er, wo du meinst. Ja, richtig. Wie geht ein Ping? Okay, du willst dorthin und wo stehst du? Und ich hätte gern dort die Brücke. Irgendwo. Ach, du bist dort um. Ah, okay. Ja, marsch. Nee. Nee. Okay. Schaffe ich das? Na, geh doch einfach durch das Portal. Warte. Ja, stimmt. So. Warte, jetzt zauber ich das hier. Und jetzt haben wir da. Ein Ball! Nice. Schöner Ball. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt gerade den Punkt erreicht, an dem Micha mich outsmartet. So. Jetzt an dem Punkt, wo ich dich outsource, Alter. Das heißt, in der nächsten Folge sitzt dann sitzt hier dann nur... hier so ein Mexikaner. Nee, da sitzt hier nur ein Laptop, der mit irgendeinem Indoor verbunden ist. Jetzt schick mich, über mach Skype, hier nochmal eine Brücke wie der mit dir spielt. Irgendwo da, okay. Dass ich darüber gehört. Naja. Okay, ich muss da hinten, du musst mir den Ball geben. Meinst du das? Nee, das ist zu hoch, guck mal. Wir müssen irgendwie mit dem Ball uns was Cleveres... Gib doch mal her, Mann! Oh. Tschüss. Was passiert, wenn du den auf dieses Sprungbrett legst? Und dann fliegt er nach dort oben oder das Feld zersetzt den dann. Welches Feld? Das da. Ja, das, ja. Dann muss es einer fangen. Im Moment fliegt nämlich auf jeden Fall durch das Feld auch ran, dann sind noch die Portale. Wo soll der Ball hin? Dort, wo der Micha steht. Und jetzt müsst ihr euch halt was einfallen lassen, wie ihr den Ball ein bisschen höher kriegt. Nee, tiefer. Da unten. Oder trappen. Ja, einer muss den fangen, während der hier auf der Brücke steht. Oder so bestimmt. Das wird halt übelst stressig. Hau mich mal hoch. Doch, warte. Du nimmst den mit, knallst gegen das Portal und ich mach dir, sobald du dagegen knallst, unten ein neues. Ja, das müsste gehen. Aber erst musst du das weg. Eins gute Idee. Also du musst einfach den Ball mitnehmen. Erstmal. Wir haben den Ball, ja. So. Ich dachte, du hast den vorhin kaputt gemacht. Nice. Wie kommst du jetzt hier hoch? Mit der gleichen Idee. Nee. Doch, doch. Du musst die Portale schießen. Naja. Ist ja trotzdem die gleiche Idee. So. Coolio. GG. Easy, well played. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Was hatte sie davor gesagt? Ich hab's nicht. Ob wir die eine gute Eigenschaft von Menschen gefunden haben. Riesenschwänze zu haben. Die. Das ist eine gute Eigenschaft. Die Roboter machen die übelste Evolution durch und kriegen richtig dicke schwarze Schwänze. Das sind nur ein einzelner großer Schwanz. Der so auf Eiern vorwärts rockt. Ja, also bei Rayman war das Ding mit dem Vagina-Counter, hier wird das Ding mit dem Piepen. Das finde ich cool. Was willst du denn an schwarzen Schwänzen piepen? Also dicke schwarze Schwänze. Dicke schwarze Schwänze. Was willst du denn da piepen? So heißt dann halt auch die Folge. Herzlich willkommen zur schwarzen Schwanzparade. Ich nehme mal weg.
Ja, was steht denn bei euch in der Search History von Google? Schwarze Schwänze. Ja, na klar. BBC. Hä? Big Black Cocks. Ja. What else? Achso, nee. Und diese eine gute Eigenschaft, die Menschen haben können, sind große schwarze Schwänze. Und die wird dann evolutionstechnisch übernommen, weil es halt das Sinnvollste ist. Das ist auch die einzig sinnvolle Eigenschaft, die Menschen haben. Und alle Menschen ohne. Sorry, sind es halt eigentlich auch nicht wert. Ah, warte mal, wie wäre es, wenn wir das hier einfach ein bisschen hören? Oh, ja, das habe ich vorhin auch schon gemacht, das geht. Aber du hast halt nichts davon. Ja, doch, pass mal auf. Ich werde uns jetzt hier so richtig. Okay, ich höre es ja schon auf. Ja. Wir können halt hier drüben noch eins hinballern. Internet? Ah! Ah, auf jeden. Nee. B. Doch! Nee. Komm zurück. Doch. Putz! Ey, ich hab dich gewarnt. Eine Sekunde Reaktionszeit. Das ist ziemlich viel. So, jetzt sind wir halt hier und haben. Ah, okay, dort ist das nächste. Okay. Wie soll denn das gehen? Na, jetzt geh ich wieder zurück und baue da. Oh nein. Nein! Nein! Warum? Ich war doch wenigstens auf dem Weg! Schön. Und das gleiche jetzt hier oben halt. Da, ganz oben. Wo? Da. Mann! Scheiße! Oh, das war zu hoch. Oh, das war das Falsche. Okay. Ja, jetzt komme ich bloß nie wieder dahin. Ja, und mir bringt's auch nichts. Doch, ich kann hier durchschießen. Warte. Shit. Ist da nicht was davor? Oh, das finde ich jetzt aber lame. Ja, zieh doch mal richtig drauf. Ranzoom. Zoome mal rein. Zoome auch doch mal. Nee, das ist Felix. Schöne verkackt. Also ich bin da. Ja, dann muss ich das jetzt wohl alleine machen. Ohne zu sterben. Easy. Nee, warte! Ich kann es von hier aus machen. Micha killen oder was kannst du? Ja. Ist das asozial? Felix, für jeden weiteren Tod rutsche ich mit meinem Schlag weiter Richtung Körpermitte. Du weißt, wo das aufhört. Kannst du das Schlag auch? Nee, ist egal. Das Schlag. Das Schlag? Kannst du das Schlag auch? Piepen, ja, könnte ich. Aber ich hab keinen Bock. Okay, jetzt halt noch mal. Du bist die Chamber of Secrets, Alter. Ja, vergiss es, jetzt geh ich nicht mehr in meine Kamera, ich war drinnen. Was ist denn dein scheiß Problem, hä? Mal Feuer überlegen, bevor du hier so eine dumme Kacke machst. Micha. Jetzt einfach wieder raus. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Micha, bitte. Danke. Bitte, Micha. Danke. Bitte, Micha. Danke. Bitte. Oh, danke. So. Ich liebe meine dich. Sucht über die Cornichons nicht hätte. Vielen Dank, Micha. Ich bin dein größter Fan. Ich hab dich so gern. Mitarbeiter des Monats. Ich denke heute Nacht an dich. Können wir sowas machen bei Alex SGD? Mitarbeiter des Monats wird Michael, weil er einmal einfach in die Scheißkammer reingegangen ist. Zeitersparnis 10 Stufen. Das wäre gut. Schön. Gut, toll. Ja. Weiter geht's. Ihr habt nicht mitbekommen, dass ich leiser gemacht habe. Weiter geht's. Jo. Hä? Flash. Ach so. Das ist ja krank. So. Bis zum nächsten Mal. Noch viel mehr weiter frustrierende Tote. Menschen, die sich gegenseitig anfassen an Stellen, wo sie es mögen. Seht ihr beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Klar. Eingelegt. Tschüss. Tschüss.